Möchte alle herzlich begrüßen zu unserem zweiten Teil der wissenschaftlichen Betrachtung zur Homöopathie und ein paar Worte zu Jens Behnke sagen. Der arbeitet für die Karl und Veronika Carstens Stiftung und beschäftigt sich damit Forschungsstrategien im Bereich klinische Forschung und auch Grundlagenforschung, insbesondere eben über Naturheilkunde und Homöopathie. Außerdem beschäftigt er sich mit Datenbanken zur Homöopathieforschung, wie zum Beispiel CoreHom und HomBREX. Hat auch an der Uni einiges gemacht, studentische Arbeitskreise betreut, Wahlpflichtfächer und Vortragstätigkeit und ist außerdem auch tätig in WISHOM, dort für Wissenschaftskommunikation und Pressearbeit zuständig. Ja, lieber Jens, wir freuen uns auf neue, weitere Erkenntnisse über Komplementärmedizin und die normale Medizin quasi im Vergleich. Vielen Dank, Claudia. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind und sich das möglicherweise etwas trockene Thema der Forschungslage zu Gemüte führen. Ich denke, dass es in heutigen Zeiten insbesondere auch für praktisch tätige Ärzte interessant, sich einen gewissen Überblick zu verschaffen über die Befunde, die es da aus der Forschung gibt. Denn die Homöopathie wird, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, leider ja allenthalben angegriffen. Und zumeist ist eben die behauptete Unwissenschaftlichkeit das Einfallstor für Kritiker. Und ich denke, zahlreiche der Argumente, die dort vorgetragen werden von sogenannten Skeptikern oder eben anderen Kritikern der Homöopathie, sind mindestens stark verkürzt, häufig aber sogar tatsächlich sachwidrig. Und um da entsprechend munitioniert zu sein, ist es doch auch für den Praktiker ganz sinnvoll, da ein paar Kenntnisse zu haben in diesem Bereich. Ich habe mir heute das Thema überlegt, dass eben die homöopathischen Forschungsbefunde in Relation gesetzt werden zu der Evidenzbasis konventioneller Methoden. Das sind natürlich am Ende nur ausgewählte Indikationen, die ich da behandeln werde. Und ich sage jetzt schon einmal, dass das natürlich nicht repräsentativ ist. Also es gibt sicherlich sehr viele konventionelle Methoden, die deutlich besser belegt sind als homöopathische Ansätze, vor allem eben, weil die Anzahl der Studien und auch die Größe der Studien ganz andere Dimensionen erreicht. Das liegt natürlich vornehmlich daran, dass der Großteil der klinischen Forschung pharmafinanziert ist im konventionellen Bereich. Eine homöopathische Pharmaindustrie gibt es zwar, aber die investiert so gut wie nichts in Forschung, weil sie auch gar nicht so viel Geld hat. Und viele Homöopathiestudien sind eben winzig klein und werden von irgendwelchen Drittmittelgebern wie beispielsweise der Carsten Stiftung finanziert. Und dementsprechend ist da natürlich es schwierig, eine entsprechende Evidenzgrundlage zu schaffen. Deswegen habe ich mir da im späteren Verlauf des Vortrags einzelne Beispiele herausgesucht, ausgewählte Indikationen, wo man dann doch mal genauer hinschauen kann, um zu sehen vielleicht, dass die Gegenüberstellung von unbelegter Homöopathie und bestens belegter konventioneller Medizin vielleicht in dieser Allgemeinheit nicht ganz richtig ist. Wir werden also jetzt im Verlauf des Vortrags uns zunächst einmal in der Evidenzpyramide von unten nach oben durcharbeiten. Das heißt, ich komme zunächst auf niedrigere Evidenzgrade zu sprechen. Das bedeutet also Erhebungen, Beobachtungsstudien, die eben keine Kontrollgruppe haben. Und ich werde dann übergehen zu den randomisierten, kontrollierten Studien, die also eine höhere methodische Wertigkeit besitzen, beziehungsweise gleich zu den Meta-Analysen, also den Übersichtsarbeiten, die viele randomisierte, kontrollierte Studien gemeinsam auswerten und eben als eine 1A-Evidenz gelten, die dann am Ende eine Soll-Empfehlung beispielsweise in Leitlinien bekommen.
Wir legen mal los mit der Versorgungsforschung. Darunter verstehe ich eben hier Beobachtungsstudien, also unkontrollierte Studien, die funktionieren in der Regel so, dass man sich anschaut, was passiert im Versorgungsalltag, wenn bestimmte Therapieverfahren eingesetzt werden. Also ein Beobachtungsstudiendesign wäre zum Beispiel, dass man sagt, ich wende jetzt Aspirin oder Osteopathie oder Homöopathie an bei einer bestimmten Erkrankung in einem bestimmten Patientenkollektiv und wie geht es diesem Patientenkollektiv am Beginn der Behandlung und wie auch immer.